Ihr lehnt euch auch am liebsten zurück und lasst eure Tiere für euch arbeiten? Dann habe ich heute nützliche Tipps für euch. Hallo und herzlich willkommen zum Autofarming Special. Ich wurde ganz oft gefragt, ob ich mal ein Tutorial dazu machen könnte, welche Dinos denn am besten welche Ressourcen sammeln. Das ist jetzt so ein Thema, das ist relativ umfangreich. Oh, ich glaube, das brauchen wir heute noch. Aber ich habe jetzt mal so den ersten Schritt in die Richtung gewagt und ich habe gedacht, ich zeige euch mal alle Dinos, die automatisch sammeln können, also praktisch selbstständig sammeln oder selbstständig Ressourcen herstellen. Das hier sind die selbstständigen Sammler. Da haben wir noch einen und hier steht noch einer. Und das hier sind die, die selbstständig Ressourcen herstellen. Das sind also ein bisschen weniger als jetzt die kompletten Sammeldinos, die es so gibt. Weil es gibt ja doch schon relativ viele Dinos. Und das ist, finde ich, noch deutlich interessanter hier, als einfach nur Farmdinos zu haben. Sondern das hier sind Dinos, die selbstständig Ressourcen sammeln können. Vielleicht erinnert ihr euch noch zurück an meine erste Vanilla Season. Wenn ihr die gesehen habt, dann wisst ihr noch, dass ich da so ein kleines Gehege hatte. Und ich eigentlich nicht mehr aktiv rausgegangen bin, um Ressourcen zu sammeln. Also zumindest nicht die, die man hier passiv praktisch durch die Dinos sammeln lassen kann. Das ist nämlich super praktisch und eine richtig coole Mechanik, wie ich finde. Deswegen zeige ich euch das heute mal so ein bisschen. Seitdem hat sich auch schon ziemlich viel getan, also seitdem ich das gespielt habe. Da sind nämlich ein paar neue dazugekommen. Zum Beispiel der hier mit dem Kinnbart und den ungepflegten Fingernägeln. Das ist der Teresino. Und neu dazugekommen seit meiner Vanilla Season sind auch die Pegomastax. Die gibt es ja auch noch nicht so super lange. Und die haben auch alle so Eigenschaften, können selber Ressourcen sammeln. Das werden wir jetzt einfach mal testen. Ich habe hier so ein Gehege gebaut, so ähnlich wie ich das in der Vanilla Season hatte. Ihr seht, da ist überall Mauer außenrum. Hier ist sogar so eine Explorer-Node. Ich habe mir einfach mal eine Ecke auf der Map gesucht, wo es relativ sicher ist. Das ist natürlich super wichtig, dass in euer Gehege hier niemand einbrechen kann. Weil ihr stellt ja die Tiere dann auf Wandering und die wandern dann überall hier drin rum und bauen die Ressourcen ab. Und hier drin können natürlich auch Dinos spawnen. Also diese Fence Foundations, die ich hier außen rum gesetzt habe, um diese Wand hier aufzubauen, die blockieren Ressourcenspawns. Ungefähr so, ja, bis hier oder so blockieren die Ressourcenspawns. Das heißt, da spawnt nichts mehr nach, auch keine Dinos und natürlich auch keine Ressourcen hier, keine Bäume oder Steine. Und das ist eine super Sache, weil man möchte natürlich keine Steine in seinem Haus und keine Bäume und so. Aber für uns ist das jetzt ein bisschen ungünstig, weil wir wollen ja das Ganze umzäunen und die Dinos hier drin Ressourcen abbauen lassen. Wir brauchen also ein sehr großes Gehege, weil hier außen schon mal so ein Streifen ist, wo die Ressourcen nicht nachspawnen. Das heißt, wir können ja auch keine Ressourcen farmen. Das Gehege muss also ziemlich groß sein. Ihr seht schon, das ist nicht allzu klein hier. Da muss man schon so ein bisschen was Größeres bauen, gerade wenn man dann auch vielleicht mehr Sammler haben möchte, als ich das jetzt hier habe. Das sind jetzt noch nicht so super viele. Da könnte man natürlich auch mehr unterbringen. Und jetzt probieren wir das Ganze einfach mal aus. Ich denke, wir starten mal mit den kleinen. Wir haben ja diesen kleinen Mesopithecus stehen und den setze ich jetzt mal auf Wandering. So, Behavior, Enable Wandering. Turret Mode? Nee, Wandering. So, jetzt müsste der, genau, jetzt wandert er hier durch die Gegend und futtert ein bisschen was und so. Jetzt ist der Busch weg. Und jetzt, wenn wir ins Inventar gucken, hat er Beeren gesammelt. Also, Mesopithecus sammeln automatisch Beeren. Ich weiß jetzt nicht, wie super nützlich das ist. Ist natürlich ganz nett. Man hat dann auf jeden Fall Beeren, wenn man welche braucht. Aber wenn wir uns mal das Gewicht anschauen, der hat natürlich ziemlich wenig Gewicht. 99, das reicht nicht für allzu viele Beeren. Das ist natürlich schnell voll, so ein kleines Affeninventar. Und da muss man die Beeren doch wieder per Hand sammeln. Aber trotzdem ganz cool. Die Pegomastax machen das genauso. Die können auch Beeren sammeln, wenn wir den auf... Nee. Das ist alles... Behavior ist jetzt da unten. Enable Wandering. Wenn wir den auch auf Wandering stellen, dann macht er genau das Gleiche. Der läuft hier rum. Da ist ein Busch. Den sammelt er jetzt auf. Und jetzt hat er Beeren im Inventar. Die Inventare habe ich vorher alle geleert. Also das ist... Ihr seht, das kommt hier jetzt alles rein. Der sammelt scheinbar ziemlich viele Seeds, wie es aussieht. Das ist schon enorm. Wow. Okay. Na, meines Wissens nach sammeln die beide Beeren. Nicht irgendwie speziell Seeds oder so. Aber der Affe hat jetzt deutlich mehr Beeren im Inventar und der Pegomastax hat deutlich mehr Seeds im Inventar.
Also das ist beeindruckend. Wenn ihr Seeds braucht, dann holt euch am besten so einen Pego Masnax. Der scheint ein bisschen mehr Seeds zu sammeln. Cool, wusste ich auch noch nicht. Habe ich noch nicht ausprobiert. Und jetzt kommen wir zu den Großen. Das sind die vier großen Sammler. Und die sind wirklich super nützlich. Also ich habe mir viel Zeit gespart im Vanilla. Immer wenn ich Ressourcen gebraucht habe, bin ich ins Gehege und habe mir die einfach schnell geholt. Die haben auch alle ein leeres Inventar. Ich würde wahrscheinlich hauptsächlich Gewicht leveln, vielleicht ein bisschen HP, damit die gut durchhalten. Weil hier drin ja, wie gesagt, wenn hier Ressourcen spawnen, können ja auch wilde Dinos drin spawnen. Sucht euch also unbedingt eine Gegend, die halbwegs sicher ist. Ich denke, so Kanos in der Größe, so Sachen spawnen fast überall. Aber sucht euch zumindest eine Gegend, wo keine T-Rexe spawnen oder keine Allos oder sowas. Das ist wichtig. Gerade so Mesopithecus oder so, die werdet ihr sonst verlieren. Ich würde die Dinos auch alle auf neutral stellen, dass die sich hier schön verteidigen. Die sind jetzt auf passiv. So, jetzt sind sie auf neutral. Und dann verteidigen die sich, wenn sie angegriffen werden. Das ist auch super wichtig. Wenn man so kleine Tiere hat, wie so ein... Ja, da kann man eigentlich nichts machen mit den Pegomastax und den Affen. Die kann man nicht wirklich schützen. Aber so ein Biber zum Beispiel kann man schützen, wenn man da jetzt einen Allosaurier oder irgendeinen größeren Kampfdino einfach auf Follow setzt. Der läuft dann immer dem Biber hinterher und beschützt den. Das ist vielleicht auch ganz praktisch. Aber im Prinzip können die vier sich hier ganz gut selbst verteidigen. Die sind ziemlich stark alle. So, der Dodi kann sich sowieso einrollen. Dodis sammeln natürlich Stein. Wenn wir den jetzt auf Wandering setzen, dann fängt er an, hier Stein zu sammeln. Der hat ein leeres Inventar, wir haben es gesehen. Und jetzt fängt er an. Bäm. Der baut ja jetzt die Steine ab. Und... Okay. Das passiert, wenn man versucht, irgendwas zu zeigen. Okay, jetzt hat er es geschafft. Jetzt hat er Stein. 103 Stein. Und das sind ganz gute Mengen. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ich hier von Hand irgendwas abbaue oder so, dann seht ihr, wie viel ich krieg. Also 5 Stein, 9 Stein, 13. Und der Dodi holt da richtig gut was raus. Ist jetzt natürlich auch ein super High-Level-Dodi. Okay. Der versucht hier jetzt irgendeinen Stein abzubauen, an den er nicht rankommt. Ich vermute der hier. Das ist also ein bisschen buggy. Sowas kann vorkommen, ist aber eigentlich relativ selten der Fall. Das war jetzt einfach der Show-Effekt. Okay, jetzt funktioniert's. Also der wird jetzt rumwandern, die ganzen Steine weghauen und danach gibt's hier nicht mehr viel Stein. Das ist eigentlich ziemlich cool. Der sammelt wirklich nur Stein, der sammelt nichts anderes, einfach nur Stein. Und da liegt hier jetzt so ein Stück von dem Stein liegt hier rum. Okay. Der hier sammelt natürlich Holz, der Biber. Der ist ein super Holzsammler. Wenn wir den hier auf Wandering setzen, dann fängt der an, Holz zu sammeln. Inventar ist leer. Die kann man natürlich als Smithy benutzen, wisst ihr bestimmt schon. Da gibt es alle möglichen Sachen. Alles, was ihr in der Smithy herstellen könnt, könnt ihr auch im Biber herstellen. Der wird hier jetzt auch rumwandern. Oh. Und wahrscheinlich gleich den Baum da hinten absägen. Mal gucken. Ja. Da fällt der erste Baum. Der sammelt auch nur Holz, nichts anderes, soweit ich weiß. Doch, der sammelt auch ein bisschen Thatch, okay. Falsch. Aber ganz wenig, also... Ganz minimal. Okidoki. Der hier macht genau das gleiche, der Teresino. Ist also vielleicht wirklich die bessere Wahl. Ist ein bisschen schwieriger zu zähmen und so weiter. Aber der kann sich natürlich super verteidigen. Und ich weiß nicht genau, wie viel Holz bei dem wiegt, ne? Der Biber hat halt den Gewichtsvorteil. Bei dem wiegt Holz ja fast nichts. Hier, warte mal kurz, du. Beim Biber wiegt das Holz nämlich 25 und bei uns wiegt es 50, so ein Stack Holz. Das ist also ein ganz guter Unterschied. Und beim Teresino, der wandert hier jetzt rum. Na du, was machst du denn so? Okay, der sammelt Holz. Bei dem wiegt das gleiche wie bei uns im Inventar, also ist der Biber vielleicht doch die bessere Wahl. Der hat scheinbar keinen Gewichtsbonus auf Holz. Das ist natürlich nicht so schön. Aber der sammelt auch sehr gut Holz. Minimal Thatch. Okidoki. Coole Sache. Also, man lässt die praktisch einfach hier so ein bisschen rumlaufen. Und wenn man Ressourcen braucht, kommt man eingeflogen. Oder man kommt mit einem großen Dino, der viel Gewicht hat. Und leert die hier aus. Die sammeln auch nicht unendlich, sondern die sammeln so viel, bis das Inventar voll ist. Ungefähr voll ist. Der wird hier jetzt bis vielleicht 350 oder so Gewicht sammeln. Dann wird er aufhören, damit er nicht überladen ist. Also die hören auf, bevor sie überladen sind, die Dinos. Ist auch ganz praktisch. Der Dodi ist schon da hinten unterwegs. Wenn ihr Gefälle habt in dem Gehege, dann ist es so, dass die Dinos, die auf Wandering sind, sich meistens an der tiefsten Stelle sammeln. Das ist also auch ungünstig. Ihr wollt nach Möglichkeiten ebenes Gelände, damit die Dinos
sich überall bewegen und überall die Ressourcen abbauen und nicht irgendwie in der Ecke landen, wo der Boden halt am niedrigsten, am tiefsten ist. Das ist unpraktisch. So, jetzt sind wir beim letzten von diesen Sammlern. Das ist der Gigantopithecus und meiner Meinung nach eigentlich das... Ja gut, jetzt nicht mehr so wirklich, aber früher war das auf jeden Fall die beste Lösung. Das war wirklich eine Erleichterung, als ich rausgefunden habe, dass der das sammelt. Der sammelt nämlich Fiber und der sammelt nichts anderes als Fiber. Der sammelt auch die Büsche auf und der sammelt nur das Fiber aus den Büschen. Und Fiber musste man damals noch mit der Sichel sammeln, weil es da keine Beeren gab. Ich glaube, Beeren sind die einzigen Dinos, abgesehen von den Gigantopithecus, die Fiber sammeln können. Moment, der Teresino kann es inzwischen auch, ne? Also es hat sich schon ziemlich viel getan. Ich glaube, der Teresino sammelt auch Fiber mit einer von seinen Attacken. Also, ja, inzwischen ist das nicht mehr so wichtig. Damals musste man das mit der Sichel sammeln und da war das eine Riesenerleichterung, dass der Gigantopithecus das automatisch sammelt. Und ich finde das natürlich immer noch super praktisch, weil Fiber wiegt ja nichts. Das heißt, ihr könnt ihn hier laufen lassen und dann kommt ihr morgen wieder, wenn der Server durchläuft und dann habt ihr, was weiß ich, 10.000... Fiber, 20.000. Ihr braucht also nie wieder Fiber. Das ist eine richtig coole Lösung. Absolut empfehlenswert. Wieso hackst du da die Bäume ab? Das sah so schön aus hier. Geh doch dahinter und sammel die Bäume da ein. Na gut. Die machen das natürlich da, wo sie Bock drauf haben. Okay. Dann haben wir die aktiven Sammler hier. Oder wie auch immer man die nennen möchte. Nennen die manchmal passive und manchmal aktive und irgendwie Sammler. Die sammeln einfach selbstständig und das ist einfach total praktisch. Dann gibt es noch die Dinos, die Ressourcen herstellen können. Das ist so ein bisschen was anderes. Die sammeln nichts, sondern die stellen automatisch Ressourcen her. Da gibt es zum Beispiel die Schnecken, die Achatinas. Die würde ich wahrscheinlich fast ein bisschen auf 11 leveln, damit die nicht gleich sterben. Das ist so eine andere Kategorie. Die brauchen keine Ressourcen, die brauchen auch kein solches Gehege hier. Die brauchen ein Gehege, was sicher ist. Das würde ich also irgendwo mitten in der Base bauen, wo es gut geschützt ist. Und es muss auch nicht groß sein, das kann ganz klein sein, einfach so eine Mauer hier außen rum, damit die nicht weglaufen können. Und dann werden die da ein bisschen drin rumwandern und Ressourcen herstellen. Bei den Aratinas ist es so, dass die... Okay, die muss ich jetzt erstmal hochheilen. Ich stelle die mal auf Wandering. Die stellt automatisch Aratina-Paste her. Das ist so eine Ressource, die kann man als Cementing-Paste verwenden. Die hat aber einen Timer, also die hält nicht ewig. Das macht aber eigentlich nicht so super viel. Also Smelting Paste kann man immer gut gebrauchen, das kann man schnell verheizen. Und ist halt super praktisch, wenn man immer große Mengen davon braucht. Also so ein kleines Gehege mit ein paar Schnecken kann da schon ganz gut aushelfen. Und die stellen auch Organic Polymer her, also organisches Polymer, was auch super wichtig ist. Der Teresino mag mich. Na, hol dir mal die Bäume da. Ich finde das super, also ich finde das eine super coole Mechanik, dass die automatisch Ressourcen sammeln. Ich glaube, der Teresino ist voll, der sammelt nicht mehr. Also die müssen wir jetzt ausleeren, sonst sammelt er einfach nichts mehr. Bei der Aratina, genau, da haben wir schon so ein bisschen Aratina-Paste. Hat die jetzt keinen Timer? Okay, die hat keinen Timer. Falsche Information? Ich dachte, das hätte mal einen Timer gehabt. Das Zeug hält ewig, noch besser. Das wiegt auch nichts, das heißt, die Schnecke wird sehr viel davon produzieren können, braucht nicht unbedingt viel Gewicht. Das hier... ist, glaube ich, nochmal das gleiche. Genau, Aratina Paste. Also die sammeln das Zeug im Inventar, aber die gleiche Menge ungefähr schleimen sie auch hier auf dem Boden. Und das muss man dann einsammeln von Hand. So je nachdem, wie dringend ihr Cementing Paste braucht, könnt ihr das dann einsammeln oder ihr nehmt einfach das aus dem Inventar raus. Das, was ihr hier einsammeln müsst, das despawnt natürlich relativ schnell. Das heißt, da muss man dann regelmäßig vorbeigucken, alle paar Minuten. Aber wenn man viele Schnecken hat, dann lohnt sich das schon. Okay. Also die unbedingt sicher schützen, in einem kleinen Gehege, nicht hier draußen rumlaufen lassen, das wird die wahrscheinlich nicht lange überleben. Dann haben wir hier noch die Dung Beetles, die machen das auch, die stellen auch Ressourcen her, allerdings nicht einfach so, sondern die brauchen so Animal Feces. Also ihr sammelt praktisch die Hinterlassenschaften von euren Dinos ein oder eure eigenen oder so und gebt die alle diesem Dung Beetle. Da muss man unbedingt so ein bisschen Gewicht leveln, die haben sehr wenig Gewicht. Und dann stellt ihr den auf Wandering, ungefähr so. Und dann wird er hier ein bisschen rumwandern. Jetzt ist er auf Wandering. Und wird aus diesen Animal Feces, wird er Öl und Dünger produzieren. Was ultra praktisch ist. Was vielleicht auch noch ganz interessant zu wissen ist, wenn ihr die in euer Gewächshaus einsperrt, das habe ich immer ganz gern gemacht,
Ich habe die einfach genau mitten ins Gewächshaus eingesperrt, weil die stellen ja den Dünger her, den man für das Gewächshaus dann für die Anpflanzung braucht. Dann hat man alles beisammen. Ist eine ganz coole Sache. Aber man muss wissen, was war das für ein Geräusch? Ich glaube, das war der Pico Mastax auf meiner Schulter. Man muss natürlich wissen, dass die dann teilweise auf den Beeten sitzen und denen diesen Greenhouse-Buff wegnehmen. Die haben so einen Greenhouse-Buff, dass die Pflanzen schneller wachsen. Wenn ein Käfer drauf sitzt, dann haben sie den nicht. Das heißt, es macht Sinn, den vielleicht irgendwie so außerhalb des Gewächshauses in so ein kleines Extra-Gehege zu sperren. Das war zumindest damals bei mir so. Wenn der Käfer auf dem Cropplot saß, dann hatte der Cropplot diesen Buff nicht mehr. Ich denke, ich werde euch das nicht zeigen können jetzt, so mal eben, weil das dauert relativ lange, bis der da draus Öl und Dünger herstellt. Also das ist eine Sache, das dauert schon ein paar Stunden oder wenigstens ein paar Dutzend Minuten. Ich denke, das dauert schon so 2 Stunden, bis da was passiert, wenn man den jetzt gerade erst gestartet hat. Und dann hat man Dünger und Öl, auch ultra praktisch. Gut, das letzte Tier, was wir noch haben, ist der Hesperornis. Das ist die neuartige Ente, die gibt es ja wirklich noch nicht lange. Und die, wenn man sie auf Wandering stellt, legen diese goldenen Eier. Vielleicht habt ihr da schon mal von gehört. Das ist ziemlich interessant alles und auch ziemlich komplex. Die brauchen einen Teich- oder Flussabschnitt oder sowas. Das heißt, ihr braucht für die ein großes Gehege und die haben nicht viel Hitpoints. Das heißt, es ist schwer, die dann zu schützen. Die jagen die Fische und fressen sich mit Fisch voll und hin und wieder legen die dann mal ein goldenes Ei. Und da muss man dann in der Nähe sein, damit man das auch sieht und das Ei dann einsammeln kann. Das ist also super schwierig, ist echt eine ziemlich unpraktische Sache, aber die goldenen Eier sind natürlich auch einiges wert, also dafür lohnt sich das so gewissermaßen. Ich habe gelesen, dass die angeblich auch Öl herstellen können. Das kann ich jetzt nicht bestätigen. Ich weiß nicht, wie das genau funktioniert. Ich denke, die brauchen unbedingt Wasser, damit die gescheit funktionieren. Damit die Fische fressen können und so. Und dann stellen die wohl Öl her und legen diese goldenen Eier. Das ist jetzt meine Information. Das habe ich selber noch nicht getestet, beziehungsweise ich habe es versucht, zumindest die mal dazu zu bewegen, hier goldene Eier zu legen. Aber das machen die nicht besonders häufig. Also wenn ihr das wollt, wenn ihr das ausprobieren wollt, dann holt euch unbedingt ein ganzes Rudel von den Tieren, dass da auch was passiert. Das ist wichtig. Die sind nicht wirklich die schnellsten, was hier das Eierlegen angeht. Ja, und das war dann eigentlich schon alles. Das sind die aktiven, selbstständigen Sammler. Und die sind jetzt wahrscheinlich alle schon voll. Ja, ziemlich voll, aber der sammelt noch ein bisschen. Also der Biber sammelt sehr viel Holz. Ihr seht das, das ist kein Spaß hier. Das ist wirklich super effektiv und es lohnt sich, so ein Gehege hier hinzubauen. Man kann das natürlich auch alles von Hand sammeln, wenn man das gerne macht. Aber gerade später, wenn man die Base erstmal stehen hat und nicht mehr so viele Ressourcen braucht, dann ist das vollkommen ausreichend, was wir hier haben. Da kommen wir einfach mal vorbei und sammeln hier, keine Ahnung, wie viel Stein das schon wieder ist, die paar tausend Steine ein. Und dann haben wir erstmal wieder genug und brauchen nichts mehr. Das ist also nicht nur Spielkram, sondern das funktioniert ziemlich gut. Gerade wenn man so ein großes Gehege hat, da kann man jetzt theoretisch auch jeweils zwei Biber, zwei Dodis und so weiter reinpacken. Und dann sammeln die das auf jeden Fall zuverlässig ab hier. Und jedes Mal, wenn man vorbeischaut, hat man 2 volle Inventare zum Leerräumen. Super coole Sache. Macht mir super viel Spaß, sowas zu bauen. Das fand ich im Singleplayer so klasse, als das eingeführt wurde. Beziehungsweise die ersten Dinos gab es ja schon sehr lange, die das konnten. Aber gerade der Biber war dann ein Riesen-Upgrade. Für den lohnt sich das wirklich. Und da hat man Holz und Stein, die wichtigsten Ressourcen eigentlich, wenn man hier irgendwelche Sachen craften möchte. So, das war's dann eigentlich auch schon mit diesem kleinen Special. Ich werde mich jetzt hier hin chillen und abwarten, bis die alle fertig sind. Und dann habe ich erstmal genug Ressourcen und kann mir irgendwo eine schöne neue Base aufbauen. Ich hoffe natürlich, ich hatte ein paar nützliche Tipps für euch. Ich glaube, ich habe euch die Karte noch gar nicht gezeigt, wo ich hier unterwegs bin. Wir sind also hier unten im Südosten und im Süden ist es ja bekanntlich relativ safe. Ich denke, also Raptoren habe ich hier schon gesehen beim Bauen. Maximal ein Kano. Da unten spawnen zwar auch Spinos, aber die kommen hier nicht hoch. Also hier sitzt im Moment auch keiner. Sieht alles super ruhig aus. Der Süden ist auf jeden Fall immer eine gute Wahl. Und dann braucht ihr einfach so einen Waldabschnitt mit viel Stein und viel Baum. Die Büsche gibt es sowieso überall. Und dann könnt ihr alle Ressourcen farmen, die ihr so braucht. Super coole Sache. So, guck mal ein bisschen hoch. So.
Ich hoffe, ich hatte ein paar coole Infos für euch und wünsche euch natürlich super viel Spaß hier, so ein kleines Gehege anzulegen, wenn ihr das wollt. Von mir war es das erstmal. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.